Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Scheuringer. Ich bin der stellvertretende Musikschulleiter und auch zuständig für den Fachbereich Gitarre, E-Gitarre und E-Bass. Heute möchte ich euch die Konzertgitarre vorstellen. Die wird am Anfang für den Unterricht verwendet und sie ist sehr, sehr vielseitig. Man bemerke das Wortspiel, vielseitig. Wir haben mehrere Saiten, 6 an der Zahl, und vielseitig. Ihr könnt wirklich alles auf dieser Gitarre spielen. Zum Beispiel einstimmige Melodien. Mehrstimmige Stücke. Auch Akkorde, zum Beispiel gezupft. Geschlagene Akkorde. Und sogar rockige Stücke sind auf der Konzertgitarre möglich. Also, ihr seht, sehr vielseitig. Ich habe nicht zu viel versprochen. Und kurz zur Tonerzeugung. Ihr seht hier ein Griffbrett mit Bünden und Bundstäben. Wenn wir jetzt einen Finger vor den entsprechenden Bund setzen und mit der rechten Hand die Saite anzupfen, gerät sie in Schwingung und der Ton ist durch den Klangkörper hörbar, ohne Verstärkung. So funktioniert das. Und das Einstiegsalter, meine Erfahrung, ungefähr ab Grundschule, ca. 6 Jahren, weil die Konzertgitarre gibt es wie bei den Streichinstrumenten in verschiedenen Größen, angefangen von der halben Gitarre, 3/4, 7/8 bis zur ganzen. Ich hoffe, euch hat diese kleine Info gefallen. Bei Fragen einfach melden und ich hoffe, wir sehen uns bei den ersten 2 Schnupperstunden. Tschüss, auf Wiedersehen!